Hey ho, sind kleine Portionen für den Sommer hilfreich? Wir schauen uns das Thumb an und denken über unsere Bikini-Figur nach. Was ist eine Bikini-Figur? Wir wissen nicht, was eine Bikini-Figur ist. Hier sehen wir kleine Portionen für den Sommer. Leckere Chicken Nuggets mit Gemüsepfanne, mit Gnocchi noch drin. Lecker, 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 lecker. Ich habe auf jeden Fall vor, kleinere Portionen zu knuspern für die Zukunft, mich mehr zu bewegen. Da sind die Spiele von Niantic äußerst hilfreich, wenn man da unterwegs sein möchte, zu Fuß oder mit dem Fahrrad vielleicht. Ich rate davon ab, mit einem Auto rumzufahren und dann anzuhalten und zu spielen. Also es sei denn, man sucht einen Ort aus, parkt und geht dann auf Expedition den kompletten Tag und dann fährt man wieder zurück, wenn man so einen Tagesausflug macht. Aber ansonsten würde ich sagen, aus dem Auto heraus spielen als Beifahrer oder so ist total ätzend. Machen einige Leute so zum Farmen, ist aber nicht so der Megakracher. Also von daher, weiß ich nicht, bewegt euch selber, das ist gesund, Bewegung für die Gelenke, zum Abnehmen ein bisschen Kalorien verbrauchen. Das ist so eine Geschichte, die hier gerade so ein bisschen bei mir ein Thema ist. Trotzdem leckeres Essen nicht verschmähen, finde ich persönlich. Also von daher dann lieber qualitativ hochwertig knuspern, um dann vielleicht weniger zu essen. Ich weiß es nicht. Was sind eure Tricks so für die Bikini-Figur im Sommer? Verratet sie mir in den Kommentaren. Frisst die Hälfte ist wohl eine der besten Methoden. Aber man muss seine Ernährung wohl richtig umstellen. Also wenig Fett und so, ne? Wir wollten jetzt ganz kurz uns überlegen, dass ich das hier umstelle, weil wir nämlich zu Wayfarer wechseln wollen. Ich wollte nämlich mal ein bisschen zügiger machen. Wir gehen nicht auf die Kriterien ein, sondern nur, wenn sie sich während der Prüfung irgendwie ergeben, dass man dazu etwas sagen kann, weil wir hier unten bei dieser Zahl mal wieder ein bisschen vorankommen möchten. Wir sind bei 815, steigen in die Bewertung ein und ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ja, wir haben nämlich hier unsere Außenkamera, ich habe das Reh eben gerade schon einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob es heute durchs Bild laufen will oder nicht, aber ich habe es gesehen. Also von daher, vielleicht haben wir ja Glück, dann sehen wir das Reh. Oder wir haben Pech und dann bleibt es dabei, dass wir nur Wutt- und Nieselregen sehen. Wir bewerten in der Zwischenzeit einfach mal ein ganz klein bisschen. Und ich hole das hier rüber, damit ihr dann auch mitgucken könnt. Oder ihr müsst auf dem großen Bildschirm schauen, dann ginge das auch. Sieberhausen, was ist denn das? Unstrut-Radweg. Das ist doch eine sehr schöne Informationstafel. Hier sieht man auch ganz toll einen Platz davor. Ist das hier ein ehemaliges Bahnhofsgebäude oder irgendwie sowas? Sieht Namen? Müssen wir mal gucken. Was zu Informationen dienen dazu, Radfahrer und Wanderer den Weg zu weisen. Außerdem können Sie Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Sieberhausen erkunden. Und das hier ist eine Schatzkarte. Wir sehen hier nämlich ganz viele Sehenswürdigkeiten und die warten nur darauf, dass ein Wayfinder vorbeikommt und diese einreicht. Vor dem Hintergrund, das sind Schatzkarten. Hier sehen wir auch Sieberhausen. Das ist dann hier wahrscheinlich der Standort, wenn man das vergrößern wollen würde. Wir gucken mal, ob wir es so verorten können. High Quality Waypoint. Diese Karten erinnern uns auch jedes Mal daran, dass wir. Oh, hier ist. Das ist der Bahnhof. Das ist Siebershausen. Das ist da vorgelagert. Hier sehen wir das Gebäude, die Karte ist so perfekt, so lässt sich top verorten. Ich hoffe, dass sie zur Entstehung gelangt. Wir schieben das hier mal ein bisschen weiter auf den Platz, ein bisschen weiter von dem anderen Waypoint weg, damit er hoffentlich zur Entstehung gelangt, weil es so ein schöner Wegpunkt ist. Man sieht dabei auch, die Karte muss exakt sein. Also die Wayfinder-Karte muss exakt sein, damit man diese Schätze findet, weil diese Karte ist ein Schatz. Und andere Karten, also das Spiel lebt davon, dass die Karte exakt ist. Deswegen ist es wichtig, dass exakt eingereicht wird, exakt verortet wird. Und hier könnten wir auch gucken, ist die Informationstafel Unstrut Radweg denn auf Maps eingetragen? Man kann Wayfarer nämlich dazu verwenden, Google Maps zu verbessern. Da gibt es hier unten einmal das kleine Google-Emblem. Da macht man einen Linksklick drauf. Dann öffnet sich der Kartenausschnitt, den man gerade bearbeitet. Wir wissen, dass die Karte hier ist. Wir können sogar auf dem genauen Satellitenbild die Karte hier so erblicken. Super top, das ist echt schön. Und hier gucken wir dann, was ist hier? Da haben wir Sieberhausen. Okay, nützt uns relativ wenig, dass da nichts eingetragen ist. Weiter den Bahnhof sehen wir hier. Man kann bei diesen Bahnhöfen übrigens auch Fotos hinzufügen als Google Local Guide. Dort würde sich eventuell ein Foto dieser Karte sehr gut machen, um Reisende zu informieren, dass man hier vielleicht in anderer Art und Weise eine Reise fortsetzen kann.
Hier machen wir allerdings jetzt erstmal fehlenden Ort hinzufügen, tragen dann ein Informationstafel Unstrut Radweg. Da machen wir aber noch einen Bindestrich dazwischen, weil das auf der Karte so geschrieben ist. Das Ganze ist eine Sehenswürdigkeit, weil sie nämlich die Leute anleitet, weiterzureisen und sich noch weitere Sehenswürdigkeiten anzutun. Informationstafel Unstrut Radweg ist sehr fein. Dann gehen wir hier auf die Karte. Linksklick auf die Karte, dann öffnet sich ein größerer Ausschnitt. Hier kann man die Satellitenansicht wählen und weiter hineinzoomen. Das ist sehr hilfreich, wenn man den Pöppel genau auf das Objekt setzen möchte. Bei Maps besteht nicht das Bedürfnis der Spielmechaniken von Niantic, dass die Ingress-Spieler den virtuell projizierten Punkt direkt betreten können müssen, um die Innereien eines Portals mit Ultra Strikes bespielen zu können. Bei Maps ist es so, Navigationssystem genau drauf, während der Pöppel bei Wayfarer für die Ingress-Spieler ein bisschen versetzt in einem sicheren öffentlichen Bereich liegen muss. Bei Maps hingegen genau drauf, damit die Leute aus unterschiedlichen Richtungen herangeführt werden können. Die suchen sich dann eine eigene Perspektive und dann funktioniert das, ne? Und bei Ingress ist es halt so, da muss der Pöppel hier so ein bisschen auf dem Platz sein, damit die Leute da auf den virtuellen Standpunkt betreten können, um da vernünftig spielen zu können. Lassen wir das so, gehen auf Senden. Ich habe dazu in anderen Videos immer noch mal ein bisschen mehr gesagt. Schaut am besten meine komplette Playlist. Das wäre super für meine Viewtime und lasst mir ein Abo da, sage ich diesmal relativ am Anfang. Mensch, habe ich ausnahmsweise einmal dran gedacht, das glaubt man ja gar nicht. Super top high quality Einreichung. Das heißt, wir wollen an dieser Stelle natürlich auch nicht auf sein für Leute vernünftig einzureichen und schöne Einreichungen zu machen, die man gut verorten kann und die High-Quality-Waypoints beinhalten, weil das schafft einen Long-Time, also einen Langzeitwert für die Spieloberfläche und animiert auch Leute, immer mal wieder reinzuschauen und zu gucken, was es zu entdecken gibt. Insbesondere, wenn man ein bisschen unterwegs gewesen ist, hier, um da unterwegs zu sein. Hier haben wir verschiedene Wanderwege, das sind alles so Wegpunkte, das ist alles super schön. Diese Embleme, die symbolisieren dann halt verschiedene Wanderwege. Machen das mal ein bisschen größer, damit wir die Details erkennen können. Okay, das machen wir dann so. Das ist ein Wanderweg-Hinweisschild, ist auch ein High-Quality-Waypoint, weil er natürlich die Leute zu größeren Aktivitäten anregt. Ne? Vom Bahnhof Wangen, der Wegweiser Richtung Arche Nebra Himmelsscheibe. Viele Touristen kommen ja von in der Nähe. Unstrut fließt dort entlang, ein wunderbares Ausflugsziel mit anderen Interessen zu verbinden. Sehr schön. Ne? Gucken wir hier mal. Die haben schon High-Quality-Waypoints in dem Bereich. Das ist echt gut, weil da macht es auch Spaß, da in der Gegend die Spieloberflächen oder auch Maps aufzurufen, wenn das als Sehenswürdigkeiten eingetragen ist. Denn man kann dann, hier ist das Gebäude, was wir im Hintergrund sehen, jenes, ne? Und hier sehen wir dieses Dach noch weiter in dem Beispielsfoto, dieses Dach dort. Hier ist Gewächs und weiteres Haus dahinter, Gewächs, weiteres Haus dahinter. Hundertprozentig safe verortet, aber auch hier ziehen wir den Pöppel. Das Ganze ist zwar so ein bisschen auf Grünfläche am Rand, aber da kann man auch sicher stehen. Wir ziehen den Pöppel hier an den Kante der Grünfläche, damit die Ingress-Spieler das sicher betreten können. Das ist Wanderweg. Wanderweg, Erholung im Freien, ne? Das lädt zum Entdecken ein. Und da sagen wir dann auch, super top Einreichung, sehr schön. Das macht Spaß, weil wir dann nämlich hier auch nochmal speichern. Ich mag es gerne, wenn ich am Anfang gute Wegpunkte für meine Gespräche sehe. Ich habe das hier bei mir selber den Namen. Ich hoffe, dass das positiv ist. Denn wir brauchen irgendwie da auch Erfolg, sage ich jetzt mal so, wenn man als Wayfinder unterwegs ist. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist ziemlich frustrierend, wenn es nicht funktioniert und man eine hohe Ablehnungsquote hat. Und ich habe da zum Teil auch einige andere Prüfer mal so in ein Forum kontaktieren dürfen. Das habe ich dann aber auch wieder sein lassen nach einiger Zeit, weil mir das zu heftig geworden ist. Denn ich denke, dass man da auch ein bisschen schauen muss, dass es funktioniert. Also, dass die Wayfinder einen Erfolg haben bei den Wegpunkten, die man derart verorten kann, dass man sie findet.
Sonst hören die Leute irgendwie auf. Ne? Dann drängt man die durch eine zu enge Betrachtungsweise aus den Spielen. Und da habe ich also Dinge und Ansichten erlebt. Ich habe am Anfang auch strenger bewertet, weil ich unsicher war. Die Leute neigen möglicherweise dazu, viel abzulehnen, weil sie selber unsicher sind bei den Kriterien. Dabei sagt uns Niantic eigentlich, prüfe wohlwollend. Und die Möglichkeiten, Wegpunkte später zu bearbeiten und zu verbessern, zeigt eigentlich auch, der schlechteste Wegpunkt ist der nicht zur Entstehung gelangt. Jetzt gucke ich mal, ich habe eine neue Mentholbonbons zum Ausprobieren aus dem Rewe. Das ist wirklich sehr gut Menthol, mein lieber Scholli. Man könnte diesen Tee verwenden, um darüber zu inhalieren. Nicht schlecht. Huhuhu. Hier hast du Westpark, ist auch eine Tafel. Ich glaube, dass sie da ist, nachdem was ich eben gerade schon gesehen habe. Ist auch eine Touristeninformationstafel. Ich trage hier jetzt nicht ewig viel auf Maps ein. Ne? Das mache ich nicht, damit wir nämlich da, hier kann man sie zum Teil möglicherweise sehen, solche Tafeln. Ist auf jeden Fall ein typischer Punkt, wo sich sowas befindet. Hier haben wir auch diese Strecke, da ist dieses Dings. Das kommt hin, kriegt auch 5 Sterne von mir und weißt du was, hier kriegst du auch 5 Sterne. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass sich Leute schräg vor eine Informationstafel stellen und das schräg ablichten, obwohl eine Frontalansicht viel günstiger wäre, weil es manchmal Reflexion gibt. Dann sieht man den Fotografen andeutungsweise als Reflexion auf der Glasscheibe oder Plastikscheibe der Informationstafel. Das ist so komplett unschädlich. Dann gibt es Leute in Foren, die sagen, nee, aber da kann man jemanden sehen, das müssen wir jetzt ablehnen. Das ist falsch. Der das fotografiert hat, reicht das ja selber ein. Der willigt ein, dieses Foto soll auf dem Scanner erscheinen, wenn da was zu sehen ist. Das nennt man auch Beiwerk bei Fotografien manchmal. Es lässt sich nicht anders aufnehmen. Man kann auch so ein Bild machen und durch Verzerrungen auf Snapseed einrichten, dass es flächig wirkt, dass es so wirkt, als hätte man direkt davor gestanden. Das kann nicht jeder. Nicht jeder verwendet auch Snapseed. Nicht jeder reicht bei dem Waypoint-Foto ein Foto ein, das unter der Rubrik vorhandenes Foto einzureichen ist im Prime-Scanner. Ich weiß nicht, wie das bei Pokémon Go läuft. Diese Sachen sollen nicht schädlich sein für die Einreicher. Die sollen ja Erfolg haben und qualitativ hochwertige Waypoints einreichen, damit für andere und sie die Spieloberflächen ewiglich interessant bleiben, damit es halt einfach Spaß macht. Und damit die Leute die Chance haben zu erkennen, die Schätze, die diese digitalen Schatzkarten für uns bereit haben, sind nicht die digitalen Pünktchen und bunten Pokémon und sonst irgendwie Scanner-Badges oder so. Das ist das, was wir in der Realität sehen. Und das funktioniert nur, wenn man den Leuten natürlich bei qualitativ hochwertigen Waypoints dementsprechend halt auch den Erfolg gönnt, dass ein Wegpunkt zur Entstehung gelangt. Ne? Ebenfalls eine sehr schöne Einreichung, die wir auf der Spieloberfläche sehen wollen. Macht die Karte exakt. Die Karte muss genau sein. Wir wollen Schatzkarten und wir wollen keine Karten haben, die andere Leute in die Irre führen. Das ist Frustration, das ist ein sind wir unzufrieden, ne? Eigentlich sind dann alle unzufrieden. Und es ist auch so bei diesen Schmu-Einreichungen, das kostet Zeit. Leute machen hier, eine Uhr ist ein Zeitmessinstrument, das kann man einreichen, das ist ein Service von der Volksbank. Die Volksbank würde selber nicht auf die Spieloberfläche kommen, aber eine Uhr ja. Insbesondere deshalb, weil wir dann erkennen können, dass viele Serviceleistungen, die auch zurückgebaut werden, früher unglaublich hilfreich waren. Also in Herzberg gibt es zum Beispiel ältere Bebauung. Von dort aus kann man sehen, dass die Menschen Fenster oder Eingänge so gebaut haben, dass man von da, dort aus die Kirchturmuhr sehen konnte. Damit die Leute dann immer gucken konnten, wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich genau, wenn die zu Hause ganz früher noch keine eigene Uhr hatten. Ne? Und das Gebimmel gab es dann gratis dazu. Und diese Serviceleistungen, die man auch häufig an Apotheken findet, irgendwelche Messinstrumente, Barometer, Hygrometer, eine Uhr, Windrichtungsanzeiger, meinetwegen auch Pollenflug, sondern diese ganzen Messinstrumente, die werden zum Teil weniger, weil alle Leute irgendwie ihre Handyinformationen dabei haben. Aber wir möchten das nicht vergessen. Ne? Wie umständlich das zum Teil auch früher so gewesen ist, an bestimmte Informationen zu gelangen, damit zurechtzukommen. Hier machen wir den Pöppel ein bisschen auf den freien Platz. Wir sehen die Uhr jetzt sogar.
Nicht das Zifferblatt, aber diese Stele, die dort installiert worden ist. Und das geht unter der Rubrik Uhr, statt Möbel. Deswegen ist das eine sehr, weil wir erinnern uns auch immer so ein bisschen als Anleitung. Früher brauchte man all diese Dinge. Die sind auch immer noch sinnvoll, weil viele Leute finden es angenehm, wenn sie es in der Tasche haben, einfach mit einem flüchtigen Blick gucken zu können. Aha, so spät haben wir es, dann muss ich mich ein bisschen beeilen oder ich habe noch Zeit, gehe ich einen kleinen Umweg. Deswegen, das zeigt uns aber auch, die digitalen Karten müssen exakt sein, damit derselbe Komfort bestehen bleibt. Weil wenn wir diese Dinge nicht finden auf den digitalen Karten, mit denen wir da unterwegs sind, weil die falsch eingereicht worden sind, dann beeinträchtigt das das allgemeine Wohlbefinden so ein ganz klein bisschen. Ist auch schön gesehen, diese Uhr, muss man ganz ehrlich sagen, weil das sind so die Kleinigkeiten, die man dann gerne links liegen lässt, obwohl man da einen Wegpunkt einreichen kann. Und man muss halt bei diesen Dingen, viele Leute in urbanen, aber auch in ländlichen Regionen sagen, ich finde nichts, ich weiß nicht. Man muss so ein bisschen ein Auge entwickeln für einen möglichen Treffpunkt, für einen Ort, der zum Entdecken einlädt, für die Dinge, die zu einem Wegpunkt halt geeignet sind. Und das hier ist halt eine Geschichte, da kann man auf jeden Fall zusehen, dass man da hier diese Uhr mit auf die Spur bekommt. Ja, das ist also Zeiteisens, welches früher da quasi nur von Kirchturmen da zu erkennen war. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Da gibt es Leute, die dann darüber auch diskutieren wollen. Ne? Kulturleistung, so bei vielen Dingen, bei Apotheken ist es natürlich auch eine Serviceleistung, die dem Verkauf dienen soll. Das hier sieht mir aus wie ein Bordstein. Großer dicker Findling am Straßenrand. Ist das ein Bordstein oder nee, ist eine kleine Sitzgelegenheit daneben? Oh ja. Ist es jetzt so eine Art Denkmal hier an der Wiese oder soll es nur verhindern, dass da jemand drauf fährt mit dem Auto auf die Wiese? Was ist denn sonst auf der Wiese? Wir gucken uns mal ein bisschen das Satellitenbild an. Was habt ihr denn da Feines? Oh, da ist eine Wiese und da hinten ist auch irgendwas, was wir nicht genau sehen können. Dieses Pöppelchen müsste natürlich hier, wo die Sitzgelegenheit ist, neben dem Stein. Da kann man möglicherweise über den Stein nachdenken. Ne, man überlegt sich, oh Stein, was machst du denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Gefällt es dir hier? Ist das eine schöne grüne Wiese? Was denkst du denn so? Kann man so ein bisschen auch versuchen, den Stein immer ein bisschen kleiner zu machen, wenn man mit den Händen rüberreibt, um die Hornhaut abzudingsterbumsen? Weiß ich jetzt nicht so genau. Wir wollen mal ganz kurz gucken, was bist denn du? Bist du ein Denkmal? Du bist ein öffentlicher Platz, ne? Öffentlicher Platz. Ne? Dann zack, bumm, kommst du dazu. Du bist kein Bordstein. Du bist ein dicker Brocken. Ein dicker Brocken, ein dicker Brocken, ein harter Brocken. Weil ich mir hier nicht ganz sicher bin, obwohl es ist schön fotografiert, komm. Wir wollen hier nicht so geizig sein. Macht schöne Einreichungen, seid draußen unterwegs. Es wäre gut, obwohl es mieselig ist, wie ihr auf die Kamera denken. Draußen unterwegs sein. Die Minute kommt schön genug, dass man Regen Herzberg ist nämlich überfallen worden, das sind ganz viele blaue Portale, was sehr, sehr angenehm ist, weil dann kann man da einfach vorbeigehen, macht einen ganz simplen Hack und sammelt dann darüber dann halt immer schön brav die 100 Pünktchen ein, die es dafür gibt. Und dann hat man da kurze, schnelle Wege, ist dann völlig easy, alles zu erledigen. Außerdem freut es mich, dass Leute den Weg hierher gefunden haben, um unsere tolle Region zu entdecken. Und das ist bei qualitativ hochwertigen Waypoints auch an anderen Orten der Fall, wenn man sich da Mühe gibt, um da das interessant zu gestalten, Leute neugierig zu machen. Und wenn die Leute halt sehen, wir finden auch das, was dort angegeben ist auf dem Scanner. Ja, der Schaukelspaß hat hier leider das Problem, dass wir hier Spielplatz Schlehenstraße. Welcher bist denn du da? Zeig uns mal ganz kurz. Ja, Spielplatz, das ist der Pöppelchen. Das ist ein bisschen Duplikat. Foto wird dem Wegpunkt hinzugefügt. 500 Punkte für den Ingress-Spieler. Ne? Also darf man ja auch nicht verschmähen. Deswegen, wenn man da so gefragt wird zum Teil, wie kann ich denn jetzt möglichst schnell viele Punkte machen, darauf kommt es eigentlich oder darauf kommt es nicht an, weil das Digitale tritt bei diesen Spielen, wenn man ein bisschen sich umguckt, in den Hintergrund. Aber wenn man viele Punkte haben möchte, reicht Fotos ein, interagiert auf alle erdenklichen Art und Weisen, die möglich sind, mit einem Wegpunkt. Und dann gibt es die Punkte ganz automatisch im Laufe der Zeit. Und ihr werdet feststellen, ihr interagiert dann immer weniger, nur noch so sporadisch, so ein paar Sachen, aber nutzt diese Karten, um Umgebungen zu entdecken. Wandbild Baumpflege.
Das ist so ein bisschen ein Werbungsschild, ne? Und hier kann man dann halt auch eine Fläche sehen, wo die Bäume schon ordentlich gepflegt worden sind und hier wachsen schon die nächsten, damit man weiter pflegen kann. Das ist doch mal eine schöne Sache. Wenn das hier irgendwelche speziellen Bäume sind, könnte man die Gemeinde ansprechen und sagen, macht da doch mal ein paar Schildchen dran, da würden wir ganz froh sein. Dieses Wandbild wurde erstellt, um zu zeigen, wie man mit Bäumen umgeht bzw. tun kann. Hier bei diesen Beschreibungen denke ich halt immer, es kommt ein Ingress-Spieler vorbei, der vielleicht Dinge verändert, ne? Und das ist halt so eine Werbegeschichte, historisch-kulturelle Bedeutung. Zwei, optisch einzigartig. Zwei, ist ordentlich hinnehmbar, ist aber natürlich, wenn da jemand dahinter steht, der das als Werbung verwenden möchte, hat dann natürlich den Vorteil, da dann halt auch lenkend wirken zu können. Befindet sich möglicherweise auf einem Betriebshof. Das wollen wir natürlich nicht an dieser Stelle, dass man das halt dann nicht betrachten kann. Wir wollen das hier auf diese Zufahrtsweg öffentlich davor stellen. Der reale Punkt ist hier. Aber die Ingress-Spieler brauchen einen sicheren öffentlichen Bereich, von wo aus man gucken kann, Sightseeing-Game. Und wenn einem das nicht zusagt, ne, wenn man hier sagt, dieses Portal mit der Werbung, das hätte ich jetzt nicht so haben wollen, dann geht man da nicht hin, dann lässt man es halt außen vor sein. Die Wayfinder am Ort haben einen weiten Ermessensspielraum bei den Dingen, die sie einreichen wollen. Da kann es sich zum Beispiel ergeben, dass hier Wegpunkte eingezeichnet sind und hier führt ein Weg runter zu von einem Wegpunkt Schwerpunktgebiet zu einem anderen. Und da möchte man ganz gerne noch einen Wegpunkt haben, um einen größeren Anreiz zu bieten, um unterwegs zu sein. Die Agentur für Arbeit wäre ein eigenständiger Wegpunkt, den man einreichen kann. Bei diesen öffentlichen Gebäuden findet man auch häufig Kunst, die noch vornehmlich einzureichen wäre, meiner Ansicht nach. Aber das ist den Leuten dann halt immer selbst überlassen. Ein wichtiger Punkt dabei ist halt auch zu sagen, dass selbst wenn man selber anders gewichten würde, weiß man nicht, was der Wayfinder am Ort vorhat. Ne? Wenn er eine Mission in Ingress gestalten möchte und thematische Wegpunkte sammelt, kann man die sollte man das nicht ablehnen, weil man gar nicht weiß, was der damit vorhat mit dem Wegpunkt. Geld und Reichtum ist vergänglich, sozusagen nicht. Das sieht cool aus, das Ding. Das ist auf jeden Fall, hoffe, das sollte man auf jeden Fall, dann das ist so ein Ding, da sagt man mal, guck mal hier, siehst du mal, vielleicht auch ein bisschen konservativ, aber es ist ja nicht schlimm, wenn man da bei einem Weg mal vorbeigeht und sich das da so ein bisschen anschaut. Gefällt mir persönlich, ne? Das ist auch auf jeden Fall da, ist ein Top-Waypoint für so einen Dorfrundgang. Und ist ein, ich würde sagen, es soll zum Denkmal, es soll ja zum Nachdenken anregen, dieser Sinnspruch, ne? Top Waypoint. Geld um Reichtum ist vergänglich, Weisheit schützt vor Norgen. Das sind die Wegpunkte, die lange erhalten bleiben und die Leute immer wieder neugierig machen und irgendwann erkennen lassen, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Magiermütze, ne? Dieses Dings da. Ne? So, müssen wir nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Wir machen hier einfach eine Runde weiter. Zack. So ist es super top. Das wäre übrigens auch eine sehr schöne Sehenswürdigkeit gewesen, ne? Für Maps. Wenn ihr als Wayfinder unterwegs seid, überlegt euch, ob ihr nicht zusätzlich, da ihr die Fotos ja sowieso habt, als Google Local Guide unterwegs sein wollt. Und wenn ihr als Google Local Guide zusätzlich unterwegs seid, dann reicht zuerst die Google Location ein. Da könnt ihr dann ja Fotos machen, die ihr auf dem Handy habt. Und dann habt ihr das Waypoint-Foto, das ihr vielleicht ein bisschen bearbeitet, wie ich das vorhin gesagt habe, das was man ja auch üben kann mit Snapseed und so, ein ganz klein bisschen Perspektive und ein bisschen schön machen, vielleicht quadratisch, damit es auf dem Scanner ein bisschen besser wirkt. Dann reicht man das Waypoint-Foto. Aber nur das Waypoint-Foto als vorhandenes Foto ein, wenn ihr das könnt und dürft, ne, nach eurem Scanner. Und das Foto zur Einsendung macht man trotzdem im Scanner selber, damit die Geodaten, das sollte beim Handy eingeschaltet sein, mit zu Niantic geschickt werden, weil dann kann man schon mal abschätzen, ob das Ding auch tatsächlich da ist oder nicht. Weil bei vielen von diesen Verortungen muss man halt schauen, ist der Wegpunkt überhaupt vorhanden? Wobei ich sage, bei Wayfarer ist es wahrscheinlich am wichtigsten, dass jemand nochmal visuell überprüft, der Bereich, wohin der virtuelle Punkt projiziert wird, ob der vom Wayfinder so angegeben wurde, dass
Spieler diesen Punkt sicher betreten können wegen der Ingress-Mechanik. Das ist im Grunde, glaube ich, das bei Wayfarer, worauf es richtig ankommt. Take a break. Take a break. Mich hätte mal interessiert bei Take a Break, was dort auf der Bank steht. Weil ich hätte gerne gewusst, was dort hier ist, ein öffentlicher Platz. Ne? Das hier ist wahrscheinlich auch ein Bolz-Spielplatz, Grünanlage, wo man unterwegs sein kann. Ich schenke dir den, weil du hier das Bedürfnis hast nach Wegpunkten. Ne? Also das, wenn man sich die Kriterien durchliest, ne, dann steht da irgendwie so ein Satz, Änderungen und Wegpunkte können sogar vollständig abgelehnt werden. Die vollständige Ablehnung wäre der Ausnahmefall. Man gibt dann einfach weniger Sternchen. Und dass das hier ein Platz ist, das ist zumindest ein Platz, das wird wohl keiner irgendwie so leugnen wollen. Kulturelle Bedeutung, 2 Sterne, optisch einzigartig, ich weiß nicht, sicherer Zugang auf jeden Fall gegeben. Viel Spaß damit, wir machen, gehen schnell weiter zum nächsten. Ne? Drache bewacht Wald. Warum bewacht der Drache nicht den Waldi? Das ist ein Drache, das ist völlig klar. Da gibt es im Harz sogar so Fotoforen, wo man dann so Wurzel, umgestürzte Bäume, so natürliche Arrangements deuten möchte zu verschiedenen Figuren. Das Problem ist, der Drache bleibt hier nicht. Es wäre eine sehr schöne, was ist denn das für ein schöner Baum? Hat er eine Plakette vielleicht, wo da dran steht, was es für ein Bäumchen ist und so? Der Drache wäre schön, aber er wird dort nicht bleiben. Da fährt der nächste mit dem Träger drüber. Das ist eine saisonale Einrichtung, aber es ist gut gesehen. Nur da erkennt man, die Leute haben schon ein Top-Auge für Wegpunkte, ist aber eine saisonale Einrichtung. Tut mir ein bisschen leid, weil ich mag Außenbereichswegpunkte, weil die halt gerade zu größeren Aktivitäten anregen. Ne? Gotteskinder. Wer steht denn da? Herzlich willkommen im Dorf der Gotteskinder. Was heißt denn das? Frohe Ostern. Oh ja, habt ihr da eine Stele, über die Grünfläche kannst du latschen, ist alles kein Problem. In ländlichen Regionen weiß man, dass das quasi ein Gehweg ist. Hast du da einmal, heißt das Ding? Nee, das heißt der Radisleben, der Ort. Oh, haben sie sich wahrscheinlich vertan. Wir sehen das Ding auf jeden Fall, es ist ein Willkommensschild. Und dann sagen wir da, bitteschön, viel Spaß mit dem Wegpunkt. Also diese Willkommensschilder, die sind halt zum Teil ganz beliebt, weil man da dann Felder bauen kann, über Bebauung als Ingress-Spieler, die dann halt möglichst viel abdecken. Hier hast du so eine Karte mit Deckelchen. Zoomen wir auch rein. Wir sehen Karte mit Deckelchen. Purple kann da bleiben, ist alles safe. Dann machst du hier und hast nochmal eine Karte. Zack. Super schön. Übrigens, diese digitalen Karten und die Spieloberflächen von Niantic sollten für einen Ort kein Anlass sein, diese Karten zu entfernen. Ne? Weil darüber kann man ja individuell gestalten, was man selber empfiehlt als Sehenswürdigkeit und so. Ne? Also von daher, ich würde die stehen lassen. Wir haben nämlich in Herzberg so ein paar Informationen für Touristen gehabt, die entfernt worden sind aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht wollte man die Instandhaltung irgendwie so nicht weiter, die Kosten halt ein bisschen minimieren bei diesen Dingern. Obwohl ich glaube, die werden doch eigentlich eher nur aufgestellt und dann lässt man sie quasi verbrauchen. Und wenn das dann durch ist, dann verhält es sich so, dass man. Oh, wo sehe ich denn hier den Turm? Spielplätze. Ich habe gedacht, wir gucken hier einfach die Straße runter und sehen einen Turm an einem Gebäude. Dass man die dann quasi neu aufstellt, wenn die dann halt verbraucht worden sind im Laufe der Zeit. Da ist da in diesem Quartier ist da auch nichts. Wie weit geht denn das hier rüber, wo man den sehen soll? Es wird ja schon langsam ein bisschen abwegig. Da oben ist da, das hätte man erkannt. Darunter kann es auch nicht sein, weil da nur noch Schrebergärten sind. Zeig es uns nochmal. Du hast eine Kante und da ist ein Eingang und da hinten ist irgendein, möglicherweise sogar Einkaufsladen. Das ist der Einkaufsladen. Ha, ich habe mich vertan hier bei diesem ganzen Spaß. Hier oben würde man. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo dahinter. Was sehen wir denn da? Wir sehen hier hinten einmal direkt an der Straßenseite. Das ist ein eigenständiges Gebäude. Hier ist eine kleine Hütte. Dieses kleine Türmchen wollte ich eigentlich verorten. Hier ist eine kleine Hütte. Wenn man dann da hochguckt durch das Tor. Fehlt mir der Rest, den man da so erblicken können müsste. Da ist das kleine. Ist das das kleine Türmchen? Nee, das hier ist so ein Vierkant-Türmchen, der da rausguckt. Und das hier ist kein Vierkant-Türmchen. Ist ja denn, sie hätten es umgebaut.
Habt ihr Street View? Habe ich mich da jetzt so doll verguckt hier irgendwie so bei diesem Spaß? Hier hinten hätten wir keine weitere Möglichkeit. Weil da müssen ja auch Autos stehen, ne? Dieses Ding sehen wir auch nicht. Wir sehen diese Hütte, die kann auch da sein. Aber hier in dem Bereich ist Parkplatz, was man dann gar nicht mehr sieht. Wie kommt denn dieser Schatten da zustande? Seht ihr diesen Schatten und diesen Schatten? Da ist irgendwas mit Information. Das ist eine Informationsstele. Die wirft den Schatten. Also wir sehen hier das Pöppelchen, wir sehen hier die Informationsstele. Die wirft diesen Schatten. Wir sehen diese Informationsstele, die ist von hinten nach Fachwerk gestaltet. Dieses komische Türmchen, dann nehme ich das Türmchen da hinten falsch wahr vom optischen Vorstellungsvermögen her. Jenes. Ne? Ja, hier 5. Was bist du? Hinweisschild, du bist ein Hinweisschild. Viel Spaß mit dem Wegpunkt. Ja, manchmal hat man halt auch als Wayfinder das Problem, dass der Prüfer, der sich das anguckt, einen Knick in der Pupille hat und uns einfach nicht sieht. Das ist dann so ein bisschen Pech, das ist so wie Glücksrad zum Teil halt auch, ne? Von daher ist das Ganze so die Lotterie der Wegpunkte 750, nee, 450 bis, ihr zählt ja weiter, das ist ja nicht schlecht. Weiter schön, sogar mit Blumenkasten unten drunter, da wissen die Leute direkt, hier sind wir willkommen, da freuen wir uns über einen Ast. Und wir sehen hier bei diesem Schildchen, steht das hier, das Schildchen, was hast du denn dafür? Sind da Container, da wird wahrscheinlich gebastelt, ne? Hier geht ein Weg rein, da ist eine Einfahrt auf eine Wiese und da sind Container gerade abgestellt. Hier ist eine Zufahrt zu einer Weide, das ist die Zufahrt, nee, oder hier ist die Zufahrt, wissen wir jetzt gerade nicht ganz genau, müssen wir mal gucken. Gebäude haben wir ja im Hintergrund, ne? Wir haben ja ein Gebäude im Hintergrund, was wir da relativ nah sehen. Das ist die Zufahrt, ja, verschiebt, wenn es nicht hundertprozentig sein sollte, funktioniert, könnt ihr da so lassen. Du bist willkommen, willkommen, Schild. Viel Spaß mit dem neuen Wegpunkt, ne? Also wie gesagt, das ist für einen Feldbau bei Ingress zum Teil ganz interessant. Aber eine Ruine, sowas betritt man natürlich nicht, ne? Weil man sieht hier, Einfriedung ist vorhanden. Selbst wenn Einfriedungen also von anderen Leuten zerstört worden sind, erkennbar von anderen Leuten, klettert man da nicht rein, weil es könnte da drinnen gefährlich sein, fällt dir ein Ziegelchen auf den Kopf oder so, bist du traurig. Außerdem ist es hier ein urbanes Gebiet. Das bedeutet, da gibt es Strom. Und es ist heutzutage ganz easy, solche Dinge zu überwachen und sofort einen Alarm zu bekommen. Das heißt, wenn man da diese Lost Place Entdecker da hingehen und dann einen Bewegungsmelder, einen stummen Alarm auslösen, dann kommt direkt die Polizei. Und dann fragen die, was machen Sie denn hier? Hier ist doch ein Zaun drum, da sollen Sie doch gar nicht reinklettern. Und hier das Fenster, das erkennt man doch, da soll man nicht reinklettern. Das ist ja gar nicht der eigentliche Zugang, der wurde dann künstlich geschaffen, um dort reinzukommen und so. Da gibt es dann vielleicht die eine oder andere Anzeige und dann wird möglicherweise die Filmausrüstung eingezogen und vernichtet, wenn der Hausfriedensbruch erfolgt ist, um dort Material zu erstellen und es nicht das einzige Mal war und da Wiederholungsgefahr droht, möglicherweise. Und dann muss man dann möglicherweise auch Unterlassungserklärungen irgendwie unterschreiben oder es wird verlangt, dass welche unterschrieben werden. So. Und dann entstehen Anwaltskosten und das ist total ätzend. Deswegen geht nicht in Ruinen, aber zum Betrachten ist es schön. Ne? Und wir sagen dann hier Fotosafari, an den Zaun herantreten, gucken, Details aufnehmen hier mit den Bäumen. Das ist ein schönes Motiv. Also das Gebäude hier müsste man ein bisschen von hier so darüber vielleicht aufnehmen. Könnte eine sehr schöne Optik ergeben. Oh, wir haben hier leider können leider nicht wandern in dem Street View. Hier sehen wir das. Und hier sehen wir auch, dass es halt darauf ankommt, den Pöppel außerhalb der Einfriedung hinzusetzen, damit die Ingress-Spieler eine Gelegenheit haben, hier von der Straße, von dem Grünstreifen, der betreten werden darf, vor dem Zaun hinzugehen, zu gucken und das zu bespielen. Können Sie sich eine Perspektive suchen?
Aber und dann da Fotos machen und den virtuellen Punkt hier safe bespielen. Wäre der Punkt dort, gäbe es Ärger, wenn da nur einer sagt, ich benutze meine alte Ruine, um Leute dann dazu zu bringen, das mit den Lost Places doch einfach sein zu lassen. Man sieht ja auch, dieses Dach ist schon kaputt, ne? Ein Wind, du kletterst rein, Windstoß, Dachziegel fällt dir auf den Kopf, geht's dir nicht mehr so gut, ne? Kriegst du Kopfschmerzen, wollen wir nicht, ne? Davor bleiben. Ruine zum Betrachten ist natürlich schön. Ja, hier haben wir dann dabei erklärt, einmal Pöppelchen, den virtuellen Punkt immer dorthin, wo man öffentlich zu mehreren hingehen kann, um da kurzfristig zu spielen, vielleicht ein bisschen zu fotografieren. Und wir haben erklärt, Lost Places nicht aufsuchen. Wenn, in Erfahrung bringen, beim Amtsgericht gibt es ein Grundbuch, wem das Ding gehört. Da fragen, ob man da rein darf. Und erst dann mit der Erlaubnis, mit der Einwilligung des Berechtigten, mit dem Einverständnis des Berechtigten da hineingehen. Vorher nicht. Am besten komplett sein lassen. Scheiß Hobby. Zack, machen wir hier. Ne? Weil das kann halt Ärger geben. Tischtennisplatte, Säuling. Tischtennisplatten sind ganz toll, weil man muss man wenigstens einen Tennisball mitbringen, um Rundlauf spielen zu können. Das haben wir früher gerne gemacht. So einen Tennisball kann man auch leicht transportiert, wenn man unterwegs sein möchte. Hier sehen wir eine Grundschule Lilili und hier stellt uns sich die Frage, hier sehen wir eine Mauer, Mauer mit Zugang, Zugang, das ist eingefriedet, das ist möglicherweise nicht der zu bestimmten Zeiten der Öffentlichkeit freigegeben. Wir haben zumindest keinen Nachweis. Ne? Hier kann man zwar wahrscheinlich nice Rundlauf spielen, aber wir bräuchten den Nachweis. Das gibt es in Deutschland ganz häufig. Dass Spielgelegenheiten auf Schulgrundstücken außerhalb der Schulzeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden im Rahmen der Daseinsvorsorge. Das Ding kann man einreichen, hier diesen Fußballplatz. Aber hier sehen wir es nicht, hier haben wir keinen Nachweis. Ne? Also da müssen wir dann halt einfach sagen, Ort, Zugang für Fußgänger können wir nicht gewährleisten. Wenn da Schilder sind, kann man Schilder, die sagen, außerhalb der Öffnungszeiten von dann bis dann und kein Alkohol trinken, kann nicht rauchen und sonst irgendwas, solche Schilder gibt es meistens, die dann klarstellen, dass außerhalb der Öffnungszeiten der Schule dort sich dort jedermann aufhalten kann. Dann sollte man das so machen, dass man dieses Schild abfotografiert und eine Collage macht und das Ganze auf dem Foto zur Einsendung mit einreicht. Streetview-Fotos, die dann verschiedene Bereiche zeigen, ne? Einmal den Bereich mit dem Schild, wo man dann eventuell das Portal im Hintergrund sehen kann, sind äußerst hilfreich. Ne? Immer Streetview einreichen, ne? Kein Nachweis, Komma, dass der Schulhof außerhalb der Öffnungszeiten der Schule der Öffentlichkeit gewidmet ist. So, dann machen wir hier auf Absenden. Tut mir leid, aber war nicht auf Biegen und Brechen. Ne? Vierblättriges Kleeblatt, was sehen wir denn da? Rundweg 1, Rundweg, hier siehst du auch R2. Alle Plaketten, die hier so sind, wo auf denen R2 steht, sind Wegpunkte. Alle Plaketten, auf denen K steht, sind wahrscheinlich Wegpunkte, weil das ist ein Wanderweg. Wir gucken uns da mal ein bisschen genauer dran. Da steht noch ein bisschen mehr dazu. Das wäre unnötig. Das K würde komplett ausreichen. Und wir haben hier eine Karte. Karte ist wichtig. Karte ist toll. Hittinger, vierblättrige Infotafel zum Wanderkonzept aus vier Wanderwegen. Top-Wegpunkt. Da ist man dann auch gerne unterwegs. Kann man gucken, ob man vielleicht auch mit dem Fahrrad fahren kann, wenn es da gestattet und erlaubt ist, dann unterwegs zu sein. Das macht Spaß, super top. Das ist auch ländliche Region, also fährt höchstens mal ein bisschen Landwirtschaft, ne? Alles safe. Du bist auch eine Karte. Karte machen wir dann auch so. Und du kriegst natürlich, weil es ein Top-Außenbereichswegpunkt ist, auch eine Fahrkarte dazu. Ne? Super, 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 super. Und diese Wander- und Radwege in Verbindung mit den Wanderpfaden als Wegpunkte sind unheimlich gut für die Spieloberfläche, geben einen Langzeitwert. Und da macht es dann halt auch Spaß, immer mal wieder zu gucken, was es denn quasi Neues auch gibt. Ne? Kunst am Bahnhof. Oho. Haben wir hier schon andere Bilder? Nein, wir haben hier die Kunstgalerie am Bahnhof. Was bist du denn? Kunst am Bahnhof?
Was bist du denn hier, Kunst am Bahnhof? Bist du Kunst am Bahnhof? Garfield-Mural. Wiedererkennungswert, warum brennen Brennnesseln? Das ist eine gute Frage. Bahnhof Immense-Abke. Spielplatz Immensen. Wo ist denn hier Kunst am Bahnhof? Da haben wir Kunst am Bahnhof. Kunst am Bahnhof 2. Jedes einzelne Bild können wir nicht einreichen. Du bist ein Duplikat zu dem hier. Das geht nicht. Das ist dann quasi Kunstgalerie. Gehen wir hier weg. Gehen wir weg, gehen wir weg. Wir wollen wissen, was bist du? Kunst am Bahnhof. Ne? Das ist es ja schon. Da kann man nicht alles einreichen. Man hätte hier vielleicht Kunst am Bahnhof einreichen können und hier die Fußgängerbrücke. Ne? Das ist auch ein eigenständiger Wegpunkt. Ist deine Spieloberfläche, mach so, wie du denkst. Ne? Also dann roter Stromkasten, Stromkasten in Rot. Wie langweilig, wie langweilig, wie langweilig. Keine Kunst, kein Treffpunkt, keine Bildung. Das ist nix. Das geht dann, also da hört es dann auch echt irgendwie so. Diese Stromkastengeschichten sind vornherein eigentlich selbst, also kein Treffpunkt. Lädt nicht zum Entdecken ein. Ne? Führt nicht zu Bewegung. Ansonsten sollte man der Deutsche Post, Lückenstedt, geht. Meiner Ansicht nach geht es. Es gibt dann Leute, ist in einem anderen, das ist in ländlichen Regionen heutzutage so, das ist die Post. Wenn du jemanden hier fragst, gehst du den Weg entlang, Post, dann werden die sagen, hier, dann da rein, bist du bei der Post. Also ist es Post. Ne? Muss man so ein bisschen lebensnah betrachten. Hier sehen wir ein kleines Erkergebäude. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo bist du denn, kleines Erkergebäude? Weil da bist du jedenfalls nicht. Bist du hier? Ist das hier das Erkerli-Gebäude? Kommt an, niedrigerer Bau, geht dann da hoch und da oben hast du einen kleinen Vorbau. Das scheint eher hier zu sein, deine Post, ne? Uns ein bisschen vertan. Schieben wir mal direkt da das Zentrum. Weil unter dem grünen Pöppel sieht man ein kleines Kreuz. Und dort, wo das Kreuz ist, da wird der virtuelle Punkt hin projiziert. Und der muss in einem sicheren Bereich in der Öffentlichkeit liegen. Ne? Das ist das Wichtigste bei Wayfarer, wenn man prüft eigentlich. Ne? Ansonsten lässt man die Leute ihre Spieloberfläche zum größten Teil, abgesehen von roter Stromkasten, so gestalten, wie sie das gerne wollen. Roter Stromkasten. Ja, auch darüber könnte man sich schon streiten. Du bist eine Post und ich möchte aber trotzdem einmal hier ganz kurz was überprüfen bei der Google Location, indem wir nämlich fragen, was ist hier an dieser Stelle? Wir zoomen wieder ein bisschen raus, suchen uns die Bilderleiste raus. Leider nichts hinzugefügt, ne? Die Post solltest du dann schon da eintragen. Was ist hier? Kastanienallee 49 steht da. Dann machen wir das mal bis hier weg. Die Nummer braucht man nicht. Und dann gehen wir hier an, da stand irgendwas mit DHL, ne? DHL, Altmärkische Höhe, finden wir da irgendwas? Oh, jetzt zeigt er uns alles relativ viel in der Umgebung an. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, von wo ich aufgebrochen bin, um dahin zu kommen. So ein Ärger. Kann man hier zurückgehen? Zeig uns das nochmal. Da. Ich hätte nämlich gehofft, dass wir das sehen. Sehen wir noch andere Bereiche, wo es sein könnte? Street View haben wir natürlich auch nicht zur Verfügung an dieser Stelle. Ne? Gucken wir uns das hier nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben hier Treppen, die nach oben gehen und hier vorne ist ein kleiner Vorbau. Hier sehe ich so einen kleinen Vorbau, irgendwie sowas. Das scheinen Treppen zu sein, die nach oben gehen. Und hier ist ein kleiner Vorbau. Zeigt uns dieses hier. Und da ist eine Treppenkonstruktion. Ich hoffe, dass es da ist. Wir haben gegenüberliegend Bebauung. Ne? Hier ist eine Einfahrt mit Bebauung. Haben wir denn da Bebauung? Das ist so runter fotografiert. Wir sehen wahrscheinlich dieses Gebäude und Teile dieser Einfahrt. Dann dazwischen eine Grünfläche und ein weiteres Haus. Das Ding hat, glaube ich, auch einen Erker. Na, da müssen wir mal gucken. Das Ding hat auch einen Erker. Das Ding ist da. Deine Post ist da. Du kriegst deine Post. Viel Vergnügen damit. Ne? Dorste Dorfwappen. Dorste. Osterode im Harz ist ja. Da kann ich sogar noch. Da könnte ich. Wenn es jetzt nicht so fies regnen würde. Nee, aber Dorst ist schon ganz schön aus der Welt. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich da mit dem Fahrrad hinfahren würde. Kriege ich immer so Krämpfe. Ich könnte im Augenblick gerade könnte ich sowieso nicht, weil ich so dermaßen unfit bin, dass es also physikalisch unmöglich ist. Aber vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, wenn ich mich dann aufraffe, ein bisschen unterwegs zu sein.
Hier hast du so eine Pickel-Dings, ne? Und es sind so Fahnengestänge, ne? Und da hinten siehst du Fachwerkgebäude mit Flacherker. Hier hinten scheint eine Hauptstraße entlang zu gehen bei Dorste. Hier hinten geht eine Hauptstraße lang. Hier hast du Fachwerk. Wie hast du das runter fotografiert? Von wo bis wo hast du fotografiert? Das hier ist die Hinterdorfstraße. Ich habe gedacht, wir würden Teile dieses Fachwerkgebäudes sehen. Ich vermute, dass es da ist, einfach hier unter diesem Bäumchen, welches man da auch sehen kann. Und da geht es dann halt in die Dings. Der Pöppel muss von der Straße, so viel wissen wir, ne? Geht dahinter ein Weg runter, da geht ein Weg runter. Das Ding steht da, wir können es nur nicht vernünftig sehen und wir setzen das dann hier unter das Bäumchen. Da hast du auch ein Dings. Und was bist du denn? Du bist auch ein Willkommensschild. Genau, so möchten wir das haben. Gehen dann auf Absenden. Ist ja mal ganz nett, dann sehe ich auch mal das Dorfwappen von Dorste. Zusammengebundene Ähren auf grünem Feld, das ist wahrscheinlich Gold. Dann siehst du hier auch goldenes Feld mit einem Rad. Naja, dann machen wir das so, dass wir da sagen, hier absenden. Ne? Viel Vergnügen mit dem neuen Wegpunkt. Nein. Nein, ich mag das nicht. Ich bin kein Roboter. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh Mann, was ist denn das für ein Mist? Ich hasse das. Nachher kriegen wir einen Time-Penalty und dann ist das Video viel zu kurz. Und dann bin ich unzufrieden und auch sehr traurig und so. Aussichtsplattform, ne? Oh. Da kann man wahrscheinlich gut, aber es ist sehr anstrengend, auf Sand zu laufen, unterwegs sein, ne? Optisch einzigartig würde ich mal hier 5 geben, ne? Und da gibt es Eis, da gibt es Eis, das ist ja perfekt. Erst ein bisschen hier gucken und dann geht man los und sagt sich, hoho, jetzt war ich aber draußen unterwegs, da habe ich mir doch ein Eis verdient. Was haben wir denn da? Hier haben wir die Aussichtsplattform. Wir verschieben dich ein bisschen in Richtung, damit wir vom Radweg runter sind. Ne? Ne, immer diese Radfahrer. Was haben wir denn da? Du bist ein Aussichtspunkt und du bist ein Aussichtspunkt Bauwerk. Ne? Das ist ein High-Quality-Waypoint, weil ich mir vorstellen kann, wenn man weiß, dass dort was ist, wenn man das auf der Spieloberfläche sieht, dann verführt es auch dazu, tatsächlich den Entschluss zu fassen, da will ich wenigstens jetzt einmal hin und mal gucken, nehme vielleicht Teleobjektiv mit und bin da unterwegs. Ne? Also sehr schöner High-Quality-Waypoint, der die Gegend insgesamt nicht so große Sorgen, ne? Die Sternchen sind halt ein bisschen. Sie sind gut gemeint, ne? Auch wenn Leute dann sagen, die sehen aber fies aus, da die Sternchen, haben wir da irgendwas getan? Nein, ihr habt das gut gemacht, ihr habt das super gemacht. Vielen Dank dafür. Ne? Und dann sehen wir zu, dass wir hier am Waldrand eine Infotafel finden. Das ist auch fein. Was steht denn drauf auf deiner Infotafel? Eine Grenze, die verbindet. Gefördert durch die EU, das sollten die Leute wahrnehmen, so ein bisschen, damit die dann halt sehen, guck mal, die Europäische Union, keine Grenzen oder Grenzen, die man vorbehaltlos überwinden kann, grenzenlos, und tut etwas direkt bei dir vor der Haustür für dich. Ne? Das ist sehr, sehr positiv. Bei Höxter, historisch-kulturelle Bedeutung. Da haben wir also ein Denkmal, eine Erinnerung, positiv. Für Europa. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn das den Leuten dann mal.